Zum vierten Mal trafen sich Oldtimer, Youngtimer, Supercars und Motorradfahrer bei bestem Wetter zum Warm-up 4 an der Motorworld München. Sogar aus Österreich und der Schweiz kamen Oldtimer-Besitzer, um am Warm-up teilzunehmen. Empfangen wurden die Besucher auf der Rampe vor dem Ausstellungszelt von Geiger Cars. Die Vielfalt war groß. Darunter auch echte Raritäten wie der Fiat 1200 mit Vignale-Karosserie. Clubs wie der Citroën Club und der Manta Club nutzen die Gelegenheit, ein Beieinandersein zu feiern. Szenefans, Nachbarn und Interessierte hatten die Möglichkeit, live und vielfältig zu erleben, wie sich das ehemalige Ausbesserungswerk Freimann Baustein für Baustein in die neue Motorworld München verwandelt und schon jetzt im wahrsten Sinne des Wortes Bewegung auf das weitläufige Gelände bringt. Besonderen Anklang fand diesmal die Führung durch die Baustelle. Dabei erfuhren die Besucher viele Details rund um die Neugestaltung des industriehistorischen Areals. Von der Geschichte über die aktuellen Bauarbeiten und technische Details bis hin zu den vielfältigen Angeboten, die das neue Mobilitätszentrum sowie zugleich Tagungs- und Eventensemble ab 2018 vor Ort bieten wird. Für das leibliche Wohl der Warm-up-Besucher sorgten im Außengelände zahlreiche Food- und Getränketrucks. Im Kohlebunker war die gesamte Historie der Chevrolet Corvette zu sehen. Vom Model C1 bis zur C7. Einmal sein Fahrzeug im Röntgenblick zu sehen. Kunst mit Hilfe der Röntgentechnik war ebenfalls im Kohlebunker zu sehen. Gleich daneben Diamond Atelier mit ihrem neuesten Bike, das am frühen Morgen einen spektakulären Auftritt auf einem Trailer an einem Lamborghini Gallardo hatte. Im Zenit präsentierte sich der Rennwagenkonkurs Concorso Sportivo. Zugleich war vor Ort am Stand von Makerspace aus Garching zu sehen, wie ein Ford Einzelstück 3D gescannt wurde und wie mit modernster Technik 3D-Druckteile erstellt werden können. Clubmitglieder des Driver Clubs hatten die Möglichkeit, im Kesselhaus zu parken und die gemütliche Lounge-Atmosphäre zu genießen. Das nächste Warm-up 5 findet am 8. April 2018 an der Motorworld München statt.